Hallo und herzlich willkommen zurück bei Grounded. Ja, im schönsten Sonnenaufgang. Und ich habe über Nacht hier noch einen Wasserbehälter gebaut. Ja. Mal gucken, ob dann da auch entsprechend was reinkommt, wenn es denn mal irgendwie regnet oder wie auch immer, obwohl Regen. Regen habe ich bis jetzt hier noch nie groß gesehen, ne? Ach, das hier ist so ein Blatt mit einer Anzeige. Ach ja, so ein Kleeblatt. Und je voller der Tank ist, umso höher geht dieser Stängel dann. Das ist nicht schlecht. So, was ich noch hergestellt habe, ich habe mal ein bisschen so durchgeguckt, sind natürlich 20 Pfeile. Und ja, mal schauen, was wir jetzt weitermachen. Das Problem ist, ich war der Meinung, es gab so eine Art Foundations. Ich habe jetzt ziemlich viel. Ich habe jetzt einen Boden. Hier. Grasboden, halber Boden, Dreiecksboden. Aber ich dachte, es gäbe auch eine Art Foundation. Aber irgendwie finde ich da keine von. Ich weiß jetzt auch nicht, ob wir das jetzt einfach auf den Boden legen können. Wir probieren es einfach mal. Konstruieren. Ah, den kann ich auch mit Q und E drehen. Maustaste platzieren. Aber er verschwindet so ein bisschen, ne? Und deswegen dachte ich eigentlich, es gäbe so eine Art Foundations, die ich früher gebaut habe, aus dem Gerüst. Aber dafür brauchte man die Löwenzahn-Dinger. Das war dann auch wieder. Ja. Nicht so toll. So, ich würde sagen, wir bauen erstmal einen Neuner. Machen da schon mal super bauen. Genau, wir haben ja schon einige Blätter. So. Jawollo. Ja, immerhin besser als nichts, weil ich würde auch gerne langsam mal Kisten haben wollen. Um, ja, mein Zeug mal ein bisschen zu sortieren. Ich meine, wir leben hier wie so ein Vagabund. Das kann ja auf Dauer auch nicht gehen. Ja. Von daher. So. Gras haben wir hier ausreichend. Pack mal die Fackel direkt wieder weg. Die sind ja hier schneller aus wie. So, dann haben wir hier noch Fasern. Faser, Faser. Und 5. Ich hoffe, das kommt jetzt nicht wieder, also dass das durch Strukturen wenigstens unterdrückt wird, der Respawn. Weil hier ist es ja überall wieder gekommen. Oder ob man dafür unten den Stängel auch wegmachen muss, damit die dann wegbleiben. So, mal schauen. Mal schauen, mal schauen. Wo liegt jetzt der Rest vom Schützenfest? Hier oben nur 3? Kann ich mir ja nicht vorstellen. Ja, so kann es doch da nicht reinregnen. So. Ja, wir haben dann halt die Hügel hier drin, aber nun ja, was soll ich da jetzt machen? Mehr können wir noch nicht machen, aber ich hätte halt langsam echt gerne mal eine Bude. So, jetzt nehmen wir das noch. Und dann hiervon auch den Stängel. Was runtergefallen? Ich sehe jetzt nichts, ne? Na gut. Wir haben ja auch noch ein bisschen was. So. Na guck.
So, was stört denn noch hier so am meisten? Dass wir hier mal ein bisschen uns frei bauen. Ich würde dann auch gerne hier so ein Zäunchen drumherum ziehen. Ja, und hast du nicht gesehen. So. Also aus manchen Stängen kommen irgendwie nur drei raus, ne? Gut. Einen noch. Einen Stängel noch. Na, endlich mal eine Bude kriegen, ey. War auch wieder nur ein Dreier. Und ich bräuchte noch eine Fliege. Ist unsere Sumsel nicht da? Nee. Sumsel ist noch nicht nachgespawnt. Naja, aber so, das letzte Mal waren wir quasi hier hinten. War sehr interessant. Hier oben waren wir auch schon. Nur hier hinten waren wir noch nicht, ne? Müssten wir auch mal in die Richtung gehen. Aber jetzt erstmal nicht. Jetzt erstmal bauen. Jetzt erstmal ein bisschen bauen. Natürlich ist es da wieder runter. Dam, 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 dam. Dam. So. Gut. Dann haben wir das. Das Lager da finde ich gar nicht so schlecht. Tatsächlich. Wände. Was haben wir denn jetzt? Graswand. Graswand mit Fenster. Ja, dafür brauchen wir diese Unkrautstängel. Na, mal schauen. Also ich hätte schon gerne zwei. Haben wir denn irgendwie Kleedach? Also Dach hat man sehr viel, ne? Eine Grastreppe brauchen wir auch einen Unkrautstängel. Dachte das irgendwie. Genau. Hier so rein. Da brauchen wir vier Grasplatten und den Unkrautstängel. Ist egal, ich möchte gerne, auch wenn das jetzt nur eine Stufe da theoretisch ist, möchte ich trotzdem gerne einen schönen Eingang. Jawollo. So. Das Hammer. Packen wir kurz da rein. Dann gehen wir jetzt gucken. Hier Hammer. Da drüben haben wir schon einen. Hier. Da hinten ist schon wieder eine Ameise. Ich hoffe nicht, dass die uns was klauen will. Sonst gibt es Stress, Fräulein. Wie lange hackt man denn hier auf diesen Löwenzahn rum? Ja, das war aber ergiebig. So, das gehört nicht dazu, aber das. So. Das, das, das. Inventar voll. Mach dich vom Acker. Und nimm mir hier nichts mit. Ey, das sind solche Klauraben. So. Ja, die müssen wir erstmal hier ablegen. Guck mal, den da drüben noch. Hier haben wir noch so ein Puschel. Oh, hier haben wir noch drei Puschel. Ganz viele Puschel habe ich jetzt alle. Oh, die habe ich alle im Inventar. Oha. Kann man die auch noch für was anderes nutzen oder nur zum irgendwo runterhüpfen? So, hier haben wir noch so einen Stängel. Gut, dann mache ich jetzt erstmal ganz viele grobe Seile.
Wenn ich auf 1 herstellen gehe, warum macht er dann? So, ich muss auch mehrmals drauf drücken. Das ist mühsam. So. Dann nehme ich schon mal 8 grobe Seile. Ja. Hier fleucht wieder alles durch die Gegend, ey. Das ist so schlimm. Deswegen, ich brauche unbedingt Aufbewahrungskisten. Guck mal, hier die Ameisenbeine liegen schon wieder hier hinten rum. Das ist so gruselig. Ja, aber hier tut sich irgendwie auch nichts, oder? Vor allen Dingen, wie kann das Wasser denn dann da drinnen bleiben? Oder muss ich aus diesem... Braucht dieser Wasserbehälter irgendwas? Diese ausgehöhlte Eichel fasst bis zu 6 Tropfen Flüssigkeit. Ja, aber wie kriege ich die Flüssigkeit da rein? Du klaust mir aber auch nichts, Freund. Wie kommst du denn jetzt da runter? Das war gemein, ich weiß. So. Graswand mit Fenster. Hätte ich schon gerne da eins hin. Da eins hin. Und da hinten eins hin. Ja. Ich glaube, das ist erstmal okay. Warte mal. Was ist denn mit diesen Ameisenbeinen nicht richtig? So, da haben wir dann 3 Fenster. Den Rest machen wir mit Graswänden. Ich persönlich finde das Kleedach voll schön. Das ist alles Kleder. Ja. Aus, ne? Finde ich schön. Das sieht schick aus. So, konstruieren. Genau. So, tun wir schon mal ein bisschen vorkonstruieren. So. So. Und hier kommt dann eine Tür rein. Okay. Jetzt brauchen wir da noch einen Sprössling. Ich tue diese Kappe jetzt mal weg. Weil ich muss jetzt da ranstellen. Dachte, sie hätte schon wieder. So, Sprössling. Nee, es ist nichts für... So. Hier. Hör mal, Freund, du willst mich auch ärgern, ne? So. 3 Grasplatten, ein Unkrautstängel. So. Ja, nice. Ein Unkrautstängel. Nehmen wir den hier. Ja, da liegt ja eh schon wieder so viel Kram drin, ey. Ach, hier können wir auch noch. So. Dass wir als erstes mal die Tür haben. Ach, das war nur die Tür? Die Tür ist so groß, ist so ein ganz... Okay. Ja, schick. Wird doch langsam. Unkrautstängel, Grasplatten. Ja, dann nehmen wir mal hier diese ganzen Unkrautstängel auf. So, hier brauchen wir einen. Wo haben wir noch ein Fenster? Hier brauchen wir einen. Die brauchen alle nur Grasplatten. Das finde ich auch okay. Und hier brauchen wir noch einen. So. Dann haben wir das schon mal. Hier auch ein Unkrautstängel.
Da sieht der nur so aus. Der sieht, glaube ich, nur so aus. So. Und das hier ist trockenes Gras. Das ist normales. Wir brauchen erstmal normales. Hopp. Hopp, hopp. So, wir machen aber jetzt hier. Genau. Ja, nice. Dum-di-dum-di-dum. Finde ich voll schön. Endlich eine eigene Bude. Endlich eine eigene Bude. Hm. Muss man auch gucken. Muss auch an Essen und Trinken denken, ne? Also da führt kein Weg dran vorbei. So. Wo ist denn hier? Ja, hier doch andauernd ein Floh. Da könnte man ja auch mal. Oh! Ich dachte, er ist nachfüllen. Alice-Munition. Okay, in den meisten ist in den meisten Fällen ist er für Reload, ja, egal. Oh. Aber davon kriege ich keinen. Wow, die ist aber nicht sehr stark. Die Pfeile sind nicht stark. Und vor allen Dingen kriege ich von dieser dämlichen Ameise nicht mal was zu essen. Sondern nur wieder irgendwelche Beine. So, wir brauchen entweder einen Rüsselkäfer oder einen Floh. Oh. Tut mir leid, kleiner Mann, ich brauche dich zum Essen. Weil unsere Fliege lässt uns ja hier auch im Stich, unsere Knatt. Ich hoffe, die kommt bald wieder. Ich glaube, eine müssen wir noch killen, um die Aufgabe zu erfüllen. So. Dann braten wir uns erstmal. Ich höre doch noch irgendwo ein. Wo ist der denn? Hör doch als den Floh. Hm. Da hinten haben wir noch ein Gras. Büschel. Kann man da noch reinpacken. Hier haben wir auch noch einen. Da noch reinpacken. So. Weiter geht's. Weiter geht's in unserem kleinen ersten Häuschen. Ich möchte ja später schon noch ein richtiges Haus haben. Auch jetzt nicht unbedingt hier so am Anfang, sondern da, wo wir eben zum Beispiel waren, da bei dem Bienenhäuschen oder so, da fand ich es echt ganz ganz angenehm. Muss ich sagen. Also da würde ich schon gerne noch mal hin und da vielleicht ein richtiges Zuhause bauen irgendwann. Ihr wollt mich doch trollen. So, wird aber langsam unser Häuschen, ne? Hau ab. Hier gibt es kein Fleisch. Wie sie immer hier durchgewatschelt kommen. Baue ich auf eurem Highway oder was? Dann sucht euch einen anderen Weg. Oh. Hänge fest. Also Baumaterial hat man ja hier in so einem Rasen genug, ne?
Knirsch, 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 knirsch. Muss halt nur immer aufpassen, dass man nicht die Trockenen erwischt. Dann kann man nämlich auch in Ruhe mal gucken, was man alles noch so herstellen kann und so. Weil das ist ja hier mit dem Chaos kein Zustand. Dann können wir vielleicht auch die Werkbank reinstellen und, und. Und es uns einfach allgemein ein wenig schöner macht. So. Das Fenster war fertig. Warum ist denn das Fenster so niedrig? Und die Tür müssen wir dann noch halbe Wände draufsetzen. Weil guckt mal, das ist viel niedriger als die anderen, als die Wände. Nicht, dass wir da noch halbe Wände draufsetzen müssen. Ich meine, wäre jetzt auch nicht schlimm. Aber so sieht es halt irgendwie komisch aus. Finde ich. Ja, natürlich, Chaos pur. Oh, da ist ein Grasblatt reingefallen. Diese Dinger gehen mir auf den Nerv. Schirmchen. Sag mal Oma hierher. Puh. Will dieses Zeug nicht da oben haben? Warum ist es denn so schwer? So, dann können wir wieder noch ein paar Seile herstellen. Wieso stellt er immer nur zwei her? Das macht mich wahnsinnig. Jetzt hat er drei auf einmal hergestellt. Juhu. So. Bitte nicht ins La. Ist auch schon egal. Oh, hier haben wir unser Flöhchen. Mal essen geht sogar noch. Trinken ist schlimmer. Ach, hier haben wir auch noch. Drinnen haben wir, glaube ich, auch noch eine Grasplatte liegen. So. Nice, nice, nice. Ich freue mich. Mein neues Zuhause. So. Hier haben wir alles. Hier fehlt. So. Wie gesagt, wie sieht es denn jetzt aus? Also. Halbhohe Graswand. Aber dann ist die wieder höher, ne? Bin irritiert. Ach. Das geht doch. Okay. Dann brauche ich aber da oben noch jeweils eine Graswand, oder? Wir machen die, glaube ich, später rein. Wir machen jetzt erstmal die Dinger fertig. Was braucht man dafür? Zwei Grasplatten jeweils. Das ist okay. Also ich bin der Meinung, das war früher teurer, so eine Bude zu bauen. Oder täusche ich mich da? Also ich meine, ich hätte mir damals schwerer getan, irgendwas zu bauen. So, die zwei. Und die zwei.
Und den noch. Da brauchen wir noch ein Grasteil für. Wir brauchen ja eh noch mehr. Ach nee, wir brauchen Klee gleich, ne? Uiuiuiuiui. Na, mal schauen. So. Das haben wir. Dann. Halbagra und Dreieckswand. Klee, Dach, Dach. Flaches Klee, Dach. Spitzes Klee. Oh, kann man dann da oben spitz drauf tun? Das wäre ja nice. Das ist ja voll schön. Spitze, Kleedach, Kuppel, quadratische Dach. Aha. Interessant. Oh je, dafür brauchen wir ganz viel Löwenzahn. Setzen ist ein bisschen schwierig, aber es geht. Und dann verschwinden auch die Sachen, die irgendwie zu hoch sind. So. Nein, 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 nein. Das war doch eben schon richtig. Das war doch eben schon. Ja. So. Bächlein. Oh, das wird voll das putzige Haus. Hau ab. Gleich dich. So, jetzt auch dein Glück, Fräulein. Und lass meine Sachen in Ruhe. Einfach weitergehen. Einfach weitergehen, bitte. So. Ja, Klee haben wir Gott sei Dank hier auch überall. Also ich finde, von Anfang ist das, glaube ich, kein schlechter Platz. Mach mal wieder Feuer an, einfach weil ich es auch gerne anhab und es ein bisschen hell ist. So, wie schaut das denn aus? Hier brauchen wir vier und ein Unkrautstängel, einen haben wir noch. So, jetzt ist ein Dächelchen fertig. Oh, ist das schön! Es gibt voll das Hexenhäuschen. Ja, aber noch so ein Stiez. Pack den mal noch hoch. Ja, habe ich eben nicht zwei hier hochgeschmissen oder ist einer schon wieder runtergeflogen? So, kann ich damit hier eigentlich neuen Löwenzahn, apropos Löwenzahn. Ach ja. So, hier müssen wir jetzt wieder ewig dran rumhacken. Problem ist nur, es wird dann wieder alles da runterfallen. So, Baum fällt. So, fünf Dinger, die lassen wir einfach erstmal hier liegen. Die Schirmchen. Voll schön, ey. Ich mag mein Häuschen so sehr. So. Ja, guck mal, es reicht doch genau für das Dach. So. Dieses Ding hier. Können wir wieder verwerten. Auch kein Mensch. Voll schön, ey. Oh, ist das putzig. Bin voll verliebt in dieses kleine Häuschen. Hängt schon über irgendwo Wasser. Wasser, Wasser, Wasser. Da. Müsste der sein, oder? Ihr Wasser. So, dann noch ein Pilz. Ah. Lass mal die Nacht noch überstehen, weil ich esse lieber dann morgens richtig. Das Problem ist nur, dass man echt spät erst schlafen gehen kann. Ja, da ist es schon immer echt dunkel. Schlafe 8 Stunden. Aufwachen um 3:42 Uhr, das ist halt jetzt noch viel zu früh. Deswegen gehen wir lieber hier noch im Mondschein ein bisschen Klee sammeln. Ja, ich kann ja. Die Fackel anmachen.
So, hier haben wir noch ein Klee. Irgendwo muss auch noch ein Blatt hängen, wollte ich gerade sagen. Jetzt wird es doch langsam. Bei uns im Gartendschungel. Oh Gott, es sind 30 Minuten schon wieder rum. Ja, beim Bauen vergeht die Zeit halt noch schneller. So. Dann machen wir jetzt hier noch unsere Dächlein fertig. Sehr schön. Da bin ich happy. Mal das nächste Mal noch fertig, richten das ein bisschen ein. Und dann haben wir wenigstens erstmal schon mal eine schöne neue Bude. Ja, damit würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schaut euch auch die anderen Videos auf meinem Kanal an. Und wenn euch gefällt, was ihr seht, würde ich mich über ein Abo natürlich am meisten freuen. Beim Abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Eure Shazadi. Ciao, ciao.